Hallo ihr Lieben, ich hatte gerade wieder so einen wunderschönen Nachmittag, war jetzt hier in meinem alten Lieblingscafé, in meinem alten Stadtteil in Hamburg-Eppendorf und ich war gerade wieder bei meinem Heilpraktiker, bei meinem traditionellen chinesischen Medizinmann und ich bin ja auch schon überall so ein bisschen in Abschiedsstimmung und es war wieder so wunderbar, es ist, was ich mit diesem Mann zusammen erreicht habe, was er mit mir erreicht hat, wohin er mich begleitet hat, was ich über mich erfahren und lernen und inzwischen leben darf. Das ist, ich habe es gerade so in Worte gefasst, das ist eine ganz wundersame Reise zu mir selber. Es ist mit ganz viel tiefen Schmerz und der hat mich trotzdem auch irgendwie immer irgendwie beschenkt. Ich habe mich trotzdem immer irgendwie beschenkt gefühlt dadurch, weil ich natürlich auch wachsen konnte und durfte an diesem Schmerz, durch diesen Schmerz. Und nicht umsonst sagt man ja, dass die Heilung von Angst oder Schmerz eben durch eben genau diese geht. Und ja, ich bin oft ganz aufgewühlt und ergriffen, verheult und trete vor die Tür und bin einfach nur erfüllt und glücklich und ja, es ist einfach toll, sich selbst kennenzulernen und zuzusehen, wie man wo, in welchen Bereichen überall Einfluss auf sein eigenes Leben, auf sein Wohlbefinden hat und auch wie sein Umfeld mit dir umgeht. Das ist einfach ganz toll.